Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Heute gibt es einen Pferdekauf, so ungefähr. Es ist eine Challenge und zwar das letzte Pferd, das beim Champi durch die Ziellinie kommt, werde ich mir kaufen und danke an Gurkina für die tolle Idee. Wir sehen hier schon ein paar Rassen. Oh, hier ist ein alter Fjordi. Oh mein Gott, wie hübsch. Wir haben das Geburtstagspferd, ein Fjordi, aber den kann ich eh nicht kaufen. Ein belgisches Warmblut, Mavari, Pasofino, Islandpferd, Araber Pinto. Wie hieß nochmal diese Rasse hier? Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Also Percheron, ja genau, Percheron. Alter Araber Pinto, belgisches Warmblut. Okay, hier sind nicht wirklich viele. Aber so ist es besser. Ich muss mir einfach den Namen von dem letzten Spieler merken, der durchs Ziel kommt. Hoffentlich bin ich nicht ich das. Also das wäre schon ein bisschen schade. Wenn ich dann Letzte bin, dann kaufe ich mir halt das vorletzte Pferd. Ja, mal gucken. Natürlich kaufe ich mir kein Pferd, das ich schon habe oder so. Oh, ein Quarterhorse, aber den kann ich mir nicht kaufen. Oh, schön. Ja, mal gucken, wie es hier läuft. Okay, und es geht los. Letzte ist Zoe Winterstorm. Da hinten ist sie. Sie hat einen alten Araber Pinto, doch den habe ich schon auf meinem Hauptaccount. Also gehen wir bei Kesley Rain. Wo ist sie? Ah, da. Was für ein Pferdchen ist das? Was für ein Pferdchen hast du? Aha, ein belgisches Warmblut. Krass. Okay, dann wird es dieses Pferdchen hier. Ich danke dir viel, vielmals, Kelsey. Oder Kelsey. Kelsey. Sorry. Belgisches Warmblut. Also würde ich mal sagen, dass wir uns auf zum Silverglade Landgut begeben und uns dort ein neues Pferdchen kaufen. Da sind wir beim Landgut und hier sind auch schon die belgischen Warmblüter. Ich finde diese beiden mega hübsch, aber heute zieht keiner von ihnen ein, sondern den hier. Der hier. Dieser hübsche Bub hier. Da sind die anderen Farben. Mähne schauen wir uns natürlich auch noch an. Zöpfchen. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, muss ich zugeben. So, dann haben wir die Standardmähne, Zöpfchen, also Zöpfe mit geflochtener Schweif. Dann haben wir diese seitlichen, eher so Spring,
Zöpfe. Dann haben wir eine kurze Stehmähne und eine lange Stehmähne. Aber ich finde, dass es... Obwohl. Leute, es sieht nicht mal so schlecht aus. Soll ich? Oh Gott. ich weiß es nicht. Ich überleg's mir und in der Zwischenzeit lese ich euch die Werte und die Beschreibung vor. Stärke 1, Disziplin 2, Geschwindigkeit 0, Ausdauer 1 und Agilität 3. Also es ist ein Pferd mit viele Werte. Das talentierte und lerneifrige belgische Warmblut gehört zu den jüngeren warmblütigen Rassen Europas. In den 50ern haben belgische Züchter das kräftige belgische Zugpferd mit dem besten Sportpferdeblutlinien kombiniert und das belgische Warmblut entstand. Ein kraftvolles und doch elegantes Sportpferd. Das belgische Warmblut ist ein mittelschweres Pferd mit starker Hinterhand und kompakten, muskulösen Körper. Durch sein ausgeglichenes Temperament und seinen athletischen Körperbau eignet es sich für viele Disziplinen, aber am häufigsten sieht man es auf dem Springreitplatz, wo es eifrig Schleifen sammelt. Es heißt, das allererste belgische Warmblut wurde von einem mysteriösen Bewunderer, der Baroness Annabel Silverglade, nach Jarvi gebracht, der es ihr zum Geschenk machte, um ihre Zuneigung zu gewinnen. Diese Rasse ist athletisch und beharrlich, perfekt geeignet für eine ehrgeizige Reiterin. Genau. Und es soll ein Hengst sein, Jungpferd. Und beim Namen sehen wir uns dann im Stall wieder. In meinem Stall-Cache. Ja, da ist er. Ich finde, die belgischen Warmblüter sind urkomisch, wenn sie so mit dem Kopf rumzappeln. Ja, hier genau. Und wir schauen uns natürlich die Animationen an. Das sieht sehr gut aus. Wir halten sogar das Huf in der Hand. Ja, fast. Winken. Oh, wie sich die Lippen bewegen, Leute. Das ist ja krass. Komm hier, Möhrchen. Guck mal. Das ist ja mal krass. Geil. Okay, dann würde ich mal sagen, dass ich kurz aufsteige. Wieder absteige. Und wir schauen uns das allererste Level ab. Oh, süß. Ich bin süß, Leute. Okay, ich suche mir jetzt ein Outfit raus und wir sehen uns gleich wieder für die Gangart. Das ist das Outfit, was ich ausgesucht habe. Es passt ihn eigentlich ganz gut. Ich habe leider kein grünes Oberteil, aber ich finde, dass Grün ihm mega gut steht. Und ja, das Zappeln haben wir jetzt lang genug gesehen. Aber ich würde mal sagen, dass wir uns die Gangarten mit ein bisschen Musik anschauen, denn wir alle haben das ja schon mal gesehen bei Cloud. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und wir sehen uns dann am Ende für den Outro. Viel Spaß!
ihr Lieben, das war's jetzt mit diesem Pferdekauf-Video. Ich hoffe, dass euch die Challenge gefallen hat. Falls ich öfters solche Videos machen soll, dann schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Es hat mir eigentlich ganz Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde es trotzdem nochmal ein bisschen machen, vielleicht ein bisschen anders. Aber falls ihr andere Challenges habt, es muss nicht unbedingt was mit Pferdekauf zu tun haben, aber was auch immer ihr sehen möchtet, ich versuche es gerne. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche bei den ersten Quests mit unserem kleinen Pferdchen hier. Also ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dahin, macht's gut, bye bye.